War ja denn irgendwo noch Harz in der Nähe? Jetzt, was bei uns im Höhleneingang war, haben wir das gefunden, aber. Das nicht. Ein Gemisch euch noch für Verbindungen. Okay, sind wir so mutig und lassen die Sachen hier? Ja. Naja, zur Not wissen wir, wo wir es einsammeln können. Ja, wir hatten ja sowieso richtig Glück hier mit dem abgestürzten Raumschiff. Ich glaube, der Höhleneingang war da hinten. Ist die Frage, ja. Ob da noch mehr ist oder nicht. Guck mal hier. Hier ist Harz. Dann hole ich doch noch mal eben ein bisschen Strom oder ein bisschen Sauerstoff noch mal ran. Zwei schon. Drei. Bis ich da bin, bist du schon fertig mit Abbauen. Ich weiß nicht, ob noch was drin ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Vier haben wir rausbekommen. Was ist. Ach, das ist nochmal so ein Forschungsding. Okay. Das sieht auch noch neu aus. Das kenne ich auch noch nicht, dieses hier. Sieht aus wie ein Felsen mit. Mit Auswucherungen. So, legen wir hier mal ein bisschen Harz hin, dann kannst du dich hier austoben. Ich kann mich austoben. Dann würde ich. Machen wir hier schon die erste Plattform dann hin oder noch weiter raus? Ja, wir können hier schon die Plattform. Eine Plattform. So, was haben wir denn Schönes? Wir haben Drucker. Forschung wäre eigentlich nicht verkehrt. Oder ja. Erstmal den Drucker. Schmelzer, genau. Nee, der Drucker wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay, damit können wir uns die Energie bauen, die wir brauchen. Ja. Haben wir denn zwei Kupfer? Ist nur einer. Hier ist noch einer. Achso, ja. Nee, das ist der, den ich meinte. Okay, ja, dann müssen wir wahrscheinlich erst den Schmelzer dann bauen, damit wir Kupfer schmelzen können, damit wir dann den Drucker bauen können, dass wir uns Sachen bauen können. Alles klar. Dann brauchen wir alles, dass wir es können. Ja, Schmelzer, der geht, der braucht nur zwei Gemisch. Keine Energie. Noch nicht. Mein Solarmodul arbeitet noch nicht. So. Aber wir haben hier einen Malachit. Das ist schon mal gut. Der würde dann sogar schon reichen. Dann hätten wir unsere zwei Kupfer, aber wir brauchen dann wieder mehr Gemisch. Immer das Gemisch. Nein, nicht das Gemisch. Der Harz. Harz, ja, stimmt. Ich schau mal, ob es in der Richtung noch mehr gibt. Habe ich da so mühsam die Verbindung hingebaut? Dann gehst du in die Richtung, dann gehe ich dabei mal in die andere Richtung. Mal gucken. Hallo China Tiger. Und ich habe Harz gefunden. China. Was hast du gefunden? Harz? Ja, ich habe Harz gefunden und schon ist meine Energie wieder weg. Immerhin zwei Stück. Und Sauerstoff wird auch wieder knapp. Und ich sehe dich. Du kriegst ja auch so ein tolles Symbol hier auf der. Das mir angezeigt wird, wo du bist. Ich sehe dich nicht, aber es ist so ein winkendes Kerlchen. Ja, genau. Genau, das meinte ich. Das hier ist. Ach ja. Ach, da sollte das nicht hin.
So. Soll ich die Plattform dann schon mal erweitern oder? Jo, kannst du machen. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Ah, da ist noch Harz, alles klar. Und dann würde ich sogar zwei kleine Plattformen bauen, dass wir da noch einen haben, wo wir dann noch irgendwie in eine Richtung weitergehen können. Ja, und als Zwischenlager oder was man sonst noch alles draufstellen kann. Genau. Na, geh da drauf. Was ist das denn? Ja. Da unten hängt so ein Forschungsding dran. Da guck her. Drucker. Okay. Hast du dir eigentlich für deinen Anzug auch schon ein Solarmodul oder sowas gemacht? Ja, ich habe ein Solarmodul gebaut. Sehr gut. Jetzt, wo die Sonne gerade aufgeht, kann man schön abbauen. Yep. So, jetzt wäre es nur schön, aber es funktioniert nicht. Also der, oder doch, oh Gott, das geht aber ganz langsam hier mit dem Solarmodul. Hier, dass sich hier die Schmelze füllt. Mhm. Oh Mann, das dauert noch. Dann kann ich nochmal einen Schwung Harz holen. Wird Zeit, dass wir das Große bekommen. Oh, oh. Hm? Ich habe eine Höhle gefunden, da wo ich gerade Harz abbaue. Die ist direkt hinter mir. Dann sieh zu, dass du nicht reinfällst. Ich versuch's. Ne? Ja. Ich finde gerade mein Harz nicht wieder. Und du redest hier mit einem Tastaturlegastheniker, der dich auch ganz gerne mal verdrückt. Ja, das kenne ich. Zum Beispiel bei Ark, wenn ich auf einem Vogel sitze. Das Problem kenne ich mit den Tasten. Ich finde gerade nicht mal meine Verbindung wieder. Ich habe mich gerade... Ach, da. Und mit Orientierung ist es bei mir auch nicht so wirklich weit her. Kannst du auch China fragen. So. Aber wo ist denn mein... Wo ist denn das Harz hin? Bin doch eigentlich nur geradeaus weitergelaufen. Da hinten. Ja. Okay, da hat sich das Hinlaufen ja nicht mehr für gelohnt. Na, super. Hier ist aber schön eine freie Fläche. Das Schwierigste ist immer dieses, wie ist es, Batteriezeug zu finden. Batteriezeug? Lithium. Lithium. Oh, das geht. Also in Höhlen findet man eigentlich recht gut. Boah, die Schmelze ist aufgeladen. Traue ich mich jetzt ja fast gar nicht, das jetzt nur für einen anzuschmeißen. Obwohl, wir hatten noch Aluminium, glaube ich, rumliegen. Ich weiß nicht, ob da schon wieder Sachen fehlen. Ah, nee, doch nicht. Ah, nee, Aluminium hatte ich schon als fertiges Erz. Alles gut. Dann schmeiße ich jetzt mal die Schmelze an. Ui, da haben sie eine neue Animation hinzugefügt. Cool. Oh, da brennt es ja oben raus. Ja, eben. Richtig cool. Schick. Nett. Und ein Drucker. Haben wir denn noch? Da ist noch ein bisschen Gemisch. Ich klaue mal kurz zwei Gemisch. Ja. Keine Energie. So, und jetzt guck mal, wie schnell hier die Schmelze sich wieder auflädt. Das ist Wahnsinn. So. Ah, das hat's gebracht. Dann werde ich auch noch mal eben mein Solarmodul damit draufstellen. Dann ich baue gerade welche extra hier für die Basis. So. Wunderbar, wunderbar. Damit das hier auch ein bisschen jetzt so lang, so kurz wie wir eigentlich Sonne haben, wenigstens das hier kriegen.
Ja, eine ganz gute Kombo ist eigentlich immer Wind und Solar. Wobei, gibt es ja nicht auch Wind für den kleinen? Rad von euch teuer. Ja, ich Windfahne. Weiß auch, was man dafür braucht. Aluminium. Also ich könnte ein Aluminium opfern für eine Windfahne. Könntest du auch, ja. Dann machen wir das doch einfach mal. Aluminium findet man jetzt auch nicht gerade selten in Höhlen. Eben. So, die Windfahne stupseln wir da mal mit drauf. Aber es dreht sich auch gerade nicht. Okay, dann können wir erstmal nichts drucken. Moment. Ablegen. Nochmal hier dein Harz. Falls du noch irgendwie was vorhast. Naja, wir brauchen ja dann als nächstes Dingsbums. Forschung auf jeden Fall. Mhm. Wir können erstmal hier gucken, was wir hier. Ah, wunderbar. Warte, ich schmeiß den mal hier. Da ist eins. Eins hatte ich jetzt hier. Komm her. So. Dann schnell das Solarmodul. Mal hier ein bisschen. Würde ich das sogar hier auf diese kleine Plattform stellen? Ich hatte nämlich sonst immer das Problem, dass wenn man die auf so ein Gerät gestellt hat, dass es dann irgendwie nur für dieses Gerät funktioniert hat. Oh oh. Ich, wo? Okay, aber gehen wir erstmal in die Höhle. Was heißt hier vielleicht noch? So. Was ist die Höhle? Einfach hier dem Ding folgen nach. Genau, jetzt ach, geradeaus einfach weiter, genau. Wow. Könnten wir vielleicht die Gunst der Stunde nutzen und ein paar Erze sammeln? Das hier. Hier siehst du, meine Frau ist sogar hier langweilig. Unglaublich. Böse Frau. Sie sollten mehr Entertainment machen. Willst du singen? Nee, das will keiner. Hier ist noch Harz. Hier ist wieder Harz runtergefahren. Ich frag mich, ob das dann mit der Zeit noch weiter runterfällt. Vielleicht finden wir dann noch irgendwie was. Was ist das hier alles? Das ist Kupfer. Kupfer kann man auch immer gebrauchen, glaube ich. Oh, da geht's runter. Wie war hier das? Welche Taste ist das? Ach, Alt. Und... sehr gut. STRG ist hier ein Ebenen, also. Hm. Ah, ja. Da ist ja noch was. Ein Stachelkopf. Bisschen Energie mitnehmen. So. Oh, das sieht hier aus wie eine Straße. Ja, aber es ist grün oder wie so ein Giftfluss. Das ist wieder Treibstoff. Oh, oh. Huch. Nee. Die sind immer ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man warten muss, bis die grüne Wolke weg ist. Ah, ist weg. Aber man stirbt ja netterweise nicht sofort. Jolung, du hattest Geburtstag, oder? Ich hatte mal Geburtstag, ja. Wann? Am Sonntag. Am Sonntag. Einen Moment. Alexa, singe ein Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Ich hoffe, du hast das gehört. Habe ich gehört. Vielen Dank, Alexa. Ja, ich kann nicht singen. Das wollte ich dir ersparen. Ja, hilft dir, Alexa, ganz gut. Ah, hier sind ja nochmal Forschungsdinger. Gleich zwei Stück, aber die gleichen. Brauchst du ein bisschen Energie? Nee, ich hatte mir zwischendurch welche geholt. Ich glaube, ich habe aus Versehen meinen Rucksack damit voll gemacht. Oh. Da hinten ist Alu. Wow. Haben wir noch Verbindungen? Oh oh. Okay, nicht nur Alu, was noch? Ich erstick gleich.
die fiesen, die pupsen mir hinterher. Warte mal. Hier ist so ein bisschen Sauerstoff noch. Oder meinst du? Ach, nee, das ist hier so giftig Zeug. Ach so. Oh, oh. Wie viele waren das denn? 3, 4. What? Okay. Ich wusste nicht, dass die auch in Herden auftreten. Sind die groß? Ja, Rudelverhalten halt. Das ist ja unmöglich. Pupst der eine, pupst der andere. Okay. Oh, scheint wieder Tag zu sein. Ah, wir kriegen Energie von oben. Sehr schön. Ah, dieses Ding ist ein bisschen im Weg, ne? Das sollten sie einbauen, dass man sowas entfernen könnte. Ja, das wäre super. So, oh mein Gott. Jolum, komm mal zurück. Ja, Moment, ich muss einmal Energie tanken. So. Siehst du das hier? Was? Das ist ein Solarmodul. Ah, okay. Die kenne ich noch gar nicht. Die kann man auch an der Basis anschließen. Ah, cool. Dann weiß ich ja, was wir machen sollten. Und interessant, dass die Hülle hier auch wieder komplett aufhört. Das ist irgendwie... ja, irgendwie... Aber irgendwie auch seltsam. Moment, alt. Ach, China, so schwer ist die Entscheidung eigentlich nicht. Ja, Mist, jetzt hast du mich eingebaut. Ups. Das funktioniert. Das ist ja geil. Ist mal Sauerstoff was? Ja. Ich habe auch keine Verbindung und kein Gemisch mehr. Nee, ich auch nicht. Aber Gemisch gibt es, glaube ich, mehr an der Oberfläche. Das denke ich auch. Kommt noch nicht ganz hin. Ich habe auch immer das hingekriegt, mich mit den Autos in irgendwelchen Höhlen zu verfransen. Ist denn irgendwie... Ah! Ja, da habe ich immer besonders aufgepasst. Runtergefallen gesagt, bin und... Ich habe dieses Ding immer bloß in den Weltraum geschossen. Die Autos. Okay. Nee, das hatte ich nicht. Also ich bin dann häufig in irgendwelche Höhlen rein und musste mir dann wieder Rampen hochbauen. Und das Solarding hier sieht aber auch wirklich interessant aus. Das steckt so in dieser Ebene mit drin. Oh ja. Das hat was. Und da ist Vorsicht, da ist nur eine kleine Brücke. Und überall Löcher. War da Gemisch? Da ist Gemisch. Und Sauerstoff. Sauerstoff brauche ich. Sauerstoff. Vorsicht. Wir werden jetzt wahrscheinlich wegen dem Gemisch alles hier... Oh, und Malachit. Und... Oh, oh. Haben wir noch Sauerstoff hier? Hier ist noch an der Wand. Hier ist noch an der Wand. Welches? Ah, sehr schön. Weil Malachit habe ich jetzt eigentlich mehr als genug. Ah, keine Energie. Und der Rucksack ist auch fast voll. Da ist auch noch Harz. Mein Rucksack ist voll. Ah, mein Rucksack ist voll. Und ich habe auch nichts, was ich irgendwie zum Bauen benutzen könnte. Cool. Ich muss hier kurz mal eine Verbindung wieder bauen. Wo bist du? Hier funktioniert das nicht. Ist irgendwie Sauerstoff da? Sonst bin ich gleich tot. Ich habe doch hier noch einen gesehen, oder war das weiter unten? Ich glaube, wir sollten hier schnell mal raus. Ich spring mal runter. Oh, ich hab's überlebt, ich hab's überlebt, ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Und an den Verbindungen. Huh. Das war knapp. Okay, dann würde ich sagen, lass mir die Verbindungen hier stehen. Ich muss mal eben zurück zur Basis laufen, um meinen Rucksack mal eben leer zu machen. Ich baue dabei Verbindungen hier nach oben. Wunderbar.
Dann werde ich wahrscheinlich auch zurückkommen, vielleicht sogar über die Oberfläche. Ja, das wäre interessant. Das machen wir unseren Gartenzaun größer. Ja. Ah, die Verbindungen sind gut, sonst würde ich ja den Weg nie zurückfinden. Das ist eine gute Orientierungshilfe und sie verteilen Licht. Ja. So, vielleicht kann man ja auch gleich noch ein Forschungsding bauen, das wäre auch ziemlich gut. So viel, wie wir hier zum Forschen haben. Hier geht's ja noch ein Stück weiter. Seid ihr wahnsinnig, ihr Wahnsinnigen. Ich bin gespannt, ob ich dich hier wiedersehen werde. so. Na, hoffen wir es mal. Versuche hier gerade auszubuddeln. Ich habe bloß Angst, wenn ich zu viel buddel, dass das ganze Ding runterfällt.